Los, es geht los, es ist dunkel, es hat übelst geregnet. Wir haben so Mitleid mit unseren Menschen hier, die uns arbeiten, die halt so fleißig einfach sind. Leute, es regnet immer noch. Achso, das ist das Radio. Ja, die Gerüstbauer sind da und unsere Wärmepumpenmenschen sind da. Tatsächlich, heute ziehe ich mir Schuhe an, weil es regnet in Strömen, die armen Menschen. Wirklich. Und die haben Regenjacken an, aber denen geht's gut. Ne? Du bist jetzt gerade hängen geblieben. Ja, ich bin hängen geblieben. Was? Okay. Das geht ja richtig fix. Ja, genau. Hey, das ist ja, das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass das so schnell geht. Das ist alles schön fest gemacht. Ja. Gleich mit den Wärmepumpenmännchen drüber hin. So, wollen Sie meinen Pulli haben ansonsten? Nee, ich gehe gleich wieder rein, aber es regnet halt wirklich richtig krass. Also die sind echt richtig fix. Also klar, aber dass es so schnell geht, ist schon gut. Ja, und dann kommt ja oben auf das ganze Ding die Solarleute morgen. Ja, morgen sollen die übermorgen. Freitag? Heute. Ich dachte, die wollen am Donnerstag schon anfangen, haben sie gesagt, glaube ich. Das ist ja krass. Na, ich kann dann sonst noch mal anrufen, würde ich sagen. Nee, ist in Ordnung, die kommen, wenn sie kommen. Ja. Hoffentlich stören unsere Bienen nicht. Nee, die Bienen sind drinnen, habe ich gesehen. Ja, bei Regen schon. Ja. Aber wenn es so krass regnet, muss ich halt auch meine Bäumchen nicht gießen, ne? Nee, ich wollte, weil jetzt steht die Wassertonne nicht da, jetzt können wir das Wasser nicht auffangen. Aber es wird ja gegossen. Ja. Ich dachte zuerst. Füllt noch ein bisschen meinen Pool. Eine Regenwolke bitte für meinen Pool abstellen. Dankeschön. Ja, ich gehe heute Morgen mit der Gießkanne raus, aber muss ich jetzt nicht. Nee, jetzt nicht, nee. Und man kann jetzt ab und runter gehen, weil jetzt wird das alles lehmig und matschig. Das ist für die Füße scheiße. Und Schuhe. Ja, ich gehe wieder rein. Ich würde sagen, Frühstück ist fertig und wir gehen jetzt rein. Essen ist fertig. Wir haben heute ein warmes Frühstück. Chakchuka nennt sich das. Und mir schmeckt das immer sehr gut. So, jetzt sind sie hier vorne angelangt. Denn es ist nicht nur die ganze Front, die eingerüstet wird, sondern auch noch eins hier um die Ecke sozusagen. Damit keiner runterfällt, damit das komplett safe ist. So, wir warten jetzt auf schönes Wetter. Ja, weil die Gerüstbauer müssen natürlich im Regen draußen arbeiten. Also sie machen es. Ich würde sie nicht zwingen, aber sie machen es. Aber die Wärmepumpenmenschen, die machen gerade im Keller ihre Arbeit. Und wir müssen die Außeneinheit versetzen. Ihr wisst, die steht noch nicht auf ihrem Fleck und wir müssen die versetzen. Und da die nur zu zweit hier sind, haben sie gefragt, ob die Männer mit anpacken können. Weil die wiegt, eigentlich hatten sie 400 Kilo gesagt, jetzt hatten sie 250 Kilo gesagt. Also keine, ich weiß, ich wiege sie nicht, ja. Und jedenfalls wollen sie das zu viert rüberstellen. Aber erst, wenn schönes Wetter ist, und so lange warten wir jetzt hier. Und ich kann mein Video einstellen und machen. Ich habe es heute Morgen schon bearbeitet. Und dann gehe ich kurz duschen und Haare waschen, das muss ich mir auch machen. Dann machen wir die Wärmepumpe für die Menschen kurz mit anpacken. Und dann geht's nach Thale. Genau, da haben wir nämlich Bock drauf, unser Tagesausflug heute mit den Gästen. Ich habe gerade mein Video geschnitten mit dem Pool und ja, da habe ich ja die Blase mir gehakt und so sieht es inzwischen aus. Ich hatte ja 2-3 Tage, habe ich Pflaster getragen. Das sah dann sehr wild aus für die kleine Wunde, weil das halt so eine bewegliche Stelle ist. Ne? Den Daumen, den braucht man echt oft. Und da haben wir diese Halterungspflaster vom Vati, also vom Schwiegervati noch da gehabt und das hält dann richtig bombenfest. Das ist echt richtig klasse, diese Halterungsnupsi, also diese Halterungspflaster für Pflaster. Keine Ahnung, wie die genau heißen. Funktioniert aber super. Die gibt es immer in so einer großen Rolle und Vati hatte die alle schon durchgeschnitten, damit seine Verbände halt gut halten. Und man kann damit Verbände sichern oder halt Pflaster, wie in meinem Fall. Und das fand ich echt gut. Aber jetzt waren wir ja gestern im Schwimmbad. Und mit Pflaster kann ich auch nicht schwimmen gehen. Und ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, dass es eher an der Luft trocknen kann. Und dann ist es hoffentlich auch bald verheilt. Aber tat echt weh und war richtig unangenehm. Die Stelle ist, mittlerweile geht's jetzt. So, wir sind unterwegs. Das Parkhäuschen, das ist hier mit Online-Bezahlung.
Wir sind hier am Hexentanzplatz in Thale. Und die, ja, die erste halbe Stunde kostet 3,50. Ach, das ist aber auch bei der Hängebrücke ist dieser. Ja, hoffentlich Ding. Muss ich jetzt nicht doppelt bezahlen, weil ich einmal im Kreis gefahren bin. Nee, glaube ich nicht. Also funktioniert das nicht. Nee. So funktioniert das nicht. Und bei Pia hat es aber nicht geklappt beim Hexen, bei der Seilbrücke. Da ist sie so rausgefahren, hat aber funktioniert. Karte gezogen. Da hat es nicht richtig funktioniert, das Ding. Okay. Ich laufe jetzt auf jeden Fall her. Ja, laufen wir hinterher. Ich nehme die mit dem Waschbär. So, komm jetzt erstmal schon bei der Tomate. Ich spiele jetzt erstmal den Nudel mit Leid. Das sieht doch auch ganz nett aus. Das lassen wir alles nicht gelten. Aber was? Das haut doch überhaupt nicht hin. Das müsste ja heißen, wer Weizenkorn trinkt, oder? Das, ja, das ist egal. Wenn man viel Bier trinkt, dann stimmt das schon. So, nehme ich die 5. Ich bin da. Ich habe jetzt mal eingegeben, eben stand noch dran, sie befinden sich innerhalb der Gratisparkzeit. Ach, na, die erste Viertelstunde ist bestimmt. Ist das der Punkt, den du wolltest mit den Mäusen? Ja. Wie teuer ist der? 24,95. Okay. Willst du den jetzt haben? Nein, wenn es ein letztes Mal gibt und dieses Mal gibt, dann gibt es den auch nächstes Mal. Okay, na gut. Aber die hat eine tolle Hexe für 70 Euro. 500 Euro zum Stock. Okay, okay. Das ist okay, das hat mich begeistert. Hexenhonig, kleine Glas, 7 Euro. Ja. Na, siehst du mal. Wir machen unser Hexenhonig selbst. Ja, tatsächlich. Hier, das Gemalte, ja, sieht doch hübsch aus. Hier, hier für 1 Euro, die hast du bekommen. Genau. Die hier. Hier, guck ja, mal, genau, hier. Magische Harz. Den kann man doch verschicken. Verwunschener Harz, ja, die ist auch schön. Ja, die nehme ich auch noch mal mit. Hier, magischer Harz. Ich bin ja in ihr. Guck, die dann ein Hulwurst zu trinken. Auch winzig, guck mal, da hab ich noch was gegeben. Ich guck noch rein, ob es einen anderen Schmetterling. Süß. Tolle. Ja. Doch da oben drauf. Wollen Sie den haben? Das filmst du jetzt? Das ist dein Ernst? Nee, ich habe jetzt. Das läuft die ganze Zeit schon. Ich habe nur drauf gedrückt. Willst du den Schniepel jetzt haben oder nicht? Nee, aber dein Portemonnaie nehme ich trotzdem. Ey! Da war so eine 69-Euro-Hexe, so fast lebensgroß. Die war echt cool. Ich glaub dir das, dass du die cool findest. Hier wird noch viel gemacht, aber jetzt ist deutlich mehr offen als beim letzten Mal. Ich finde, die haben schon was geschafft die letzten 2 Monate. Ja. Also wirklich? Schon krass. Sieht gut aus.
Wollen wir da hinten hinlaufen, haben wir schon eine gute Aussicht sogar. Wollen wir da nochmal kurz hingehen? Nee, wir wollen das Parkticket nicht so teuer machen, halt gehört. Das geht, klar. Da kommt jemand. Ja, haben Sie Ihre Karten gekriegt? Sehr gut. Schnapper, die 1,5. Das würde ich dann aber auch sagen. Ja. Achso, man kann nicht genauer wissen. Man kann dem Teufel an den Schwanz fassen. Der ist auch schon ganz blank, der Pimmel. Das ist richtig. Das ist der einzige, der blank ist. Das, da sieht man immer genau, wo die Leute anfassen. Guck mal hier. Mit der dicken Nase. Sehr schön. Hier. Oh, Schlange. Maus. Das sind Rattis. Rattis sind das. So. Hier Spinne. Genau. Auf die Spinne achtet ihr, ja? Das hab ich auch gedacht erstmal. Und hier, ich hab das. Ja. Auto 15 Minuten 53. So, wir waren keine 15 Minuten hier. Wir mussten aber 15 Minuten anklicken. Ja, weil wir was anklicken mussten. Und das hat 3,50 gekostet. Das ist schon, ja, schon sehr wild. Also, werte Damen und Herren von der Steuer, tatsächlich haben wir am Hexentanzmarkt hier ein kleines Video gedreht. Und deswegen mussten wir hier berufsbedingt parken. Und dieses Parkticket hat 3,50 Euro gekostet für die 10 Minuten, die wir hier waren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dafür hätte ich gerne meine Steuern zurück. Vielen Dank. So. Habt ihr denn gute Karten bekommen? Ja. Das ist doch wunderbar. Das hat sich doch dann gelohnt. So, jetzt muss ich doch noch, aber wir müssen jetzt doch noch irgendwie nach Thale runterfahren. So, wir sind wieder zu Hause und schaut mal, in meinem Hochbeet ist ein Schmetterling drin. Also der kann auch raus und rein fliegen, aber er ist wirklich hart interessiert, war er an meiner Kapuzinerkresse. Er war hier ganz lange. Jetzt ist er, glaube ich, weggeflattert. Wow! Er ist wirklich ganz stark interessiert. Und da ist ein Marienchenkäfer. Ja, wir haben einiges bekommen. Ja, wir waren noch mal im Teddy schmökern und schaut mal, da gibt es doch immer diese super Süßigkeiten aus dem Ausland. Und ich habe mir das hier mitgenommen. Ich weiß aber nicht, wie das schmeckt. Das müssen wir testen. 10 Waffelhörnchen mit Cremefüllung und Cookiestreuseln. Der ist wirklich richtig interessiert an meiner Kapuzinerkresse. Ja, finde ich. Ja, finde ich cool. Ich muss hier unbedingt mal ein bisschen Brennnessel zupfen. Ansonsten wächst und gedeiht das hier alles. Ich gebe euch gleich noch einen kleinen Haul. Wir haben noch mehr gekauft. Unsere Bauarbeiter sind auch weg. Das Gerüst steht. Ist komplett eingerüstet. Und entweder morgen oder übermorgen kommen die Solarmenschen und hauen uns die Solaranlage aufs Dach. Und einen Monat später kommt dann der Elektriker und der schließt dann beides an. Die Wärmepumpe und die das Solarding. Achso, und wir kriegen einen Gartenwasseranschluss. Dann gehe ich doch nochmal hier rüber. Und die Bauarbeiter sind echt cool. Super nett, super freundlich. Auch zum Quatschen aufgelegt. Und das hier ist unsere kleine neue Wärmi. Und ja, da geht es ins Haus rein. Das haben sie schon zugemacht. Und auch dort in die Ecke kommt tatsächlich auch unser Gartenwasseranschluss hin. Tatsächlich erledigen sie das auch sofort. Deswegen haben wir den Pool auch noch nicht weiter befüllt, weil die das halt einfach machen. Und ja, heute haben sie im Regen haben sie das aufgebaut. Das ist echt krass. Und die waren so fix und so einstudiert und auch so viele, dass sie echt richtig gut waren. Ich glaube, das ist von denen, würde ich sagen. Fragen, ob sie das noch brauchen. Ja, und die Wärmepumpenmänner, die stören sich nicht an den Bienchen. Und die vom Gerüstbau, ich glaube, weil es geregnet hat, waren die Bienen alle drin. Das war auch ganz gut so. Und jetzt sind sie sehr aktiv, weil bei schönem Wetter sowieso. Ja. Aber hat sich auch noch keiner dran gestört, falls irgendjemand da mal Fragen hatte. Hey, wie ist das mit den Bienen, wenn man Menschen auf dem Grundstück hat? Wenn wir daran denken, dann fragen wir immer, ob das ein Problem darstellt oder nicht. Aber bis jetzt war das überhaupt noch gar kein Problem. Ja, achso, und die Paletten?
Das sind jetzt keine Europaletten, ne? Also es sind andere Formate. Habe ich gefragt, ob sie mir die da lassen von der Wärmepumpe und haben mir so gesagt, ja, das machen sie. Die Europalette mussten sie leider mitnehmen, aber die können sie mir da lassen, die hätten sie sonst nur entsorgt. Da freue ich mich, da kann ich nämlich noch mehr Schilder basteln. Die Bäume habe ich schon fast alle fertig eingraviert und das Holz gebrannt. Aber Kletterpflanzen, Sträucher und die Sachen vom Vorbesitzer und so, möchte ja wenn dann alles beschriften, ne? Das muss ich alles noch machen. Also das dauert noch ein bisschen, bis das durch ist. Hier gibt es mein Haul. Und zwar vom Teddy. Für 5 Euro eigentlich. Ich habe es für 2 Euro bekommen. Ein Riesenreifen. Ich werde es mal für Makramee nutzen. Ausgegeben haben wir 11,10 Euro. Und ja, hier durfte noch so ein Feuerzeug mit. Ist das jetzt gesperrt? Ja, look. Wow. Wow. Hier für 3,55 so ein Sturmfeuerzeug. Ultra gut. Ja, da gibt es noch diese durchsichtigen, die sind irgendwie 5 Euro oder so. Und da habe ich gesagt, nee, es gibt auch die günstigen. Und dann sagt die Verkäuferin, nee, Sie müssen dahinter schauen, da gibt es auch welche mit Glitzer. Und ich so, wow. Ja, durfte mir jetzt mit Glitzer aussuchen. Gelb, rosa und silber. Und ich habe jetzt den Gold ausgesucht. Und, wow. Die ist krass, oder? Die ist echt krass. Also die fand ich richtig cool. Die hat jetzt auch 3 Euro gekostet. Und wow, echt cool. Die gefällt mir wirklich richtig gut. Also voll cool. Ich weiß nicht, ob das Spülmaschine geeignet ist. Ich hoffe. Spülmaschine, Mikrowelle nein. Spülmaschine nein. Ja, das stellt auf jeden Fall ein Problem dar. Wir werden das testen, inwieweit diese Beschichtung spülmaschinenfest ist oder nicht. Ja. Gasanzünder, Crispy Cup, Tasse und Dekoration. Genau. 11,10 Euro für das alles zusammen. Wir machen einen Taste-Test. Also klein und niedlich, ne? Also es ist jetzt nicht die Original-Oreo-Füllung, aber schon recht lecker.